Hallo, Hallöchen, liebe Freunde. Ja, wir haben ja jetzt in der letzten Folge, in den letzten Folgen so, einiges am Haus gemacht. Anbau, Turm. Wir haben tatsächlich sogar. Das ist dann wiederum interessant. Zum Üben. Mal ein bisschen was gebaut. Allerdings hätte ich das jetzt eher. Wenn du mal kurz auf die Distanz. So. Übungsziele sind schon witzig. Ah, Moment. Lass die Pfeile mal da. Ich habe ja eigentlich genug davon. Kann man mal kurz. Das wird doch wesentlich interessanter. Wenn wir hier jetzt. Oh, da steht ein Stuhl. Jetzt müsste man natürlich sich immer ein bisschen wegen, um da nicht immer dasselbe abzuschießen. Jetzt wird es dann schon interessanter. Wenn man durchaus das Holz drauf kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Der letzte Schuss, der müsste ja eigentlich. Oh ja, der ist ordentlich gefallen. Gut, das waren die drei, die ich am Stück geschossen habe. Oh, über die Distanz ist es so, da ziehst du dann tatsächlich auf das, wo du eben hinschießt. Probieren wir es gerade mal aus. Vielleicht sogar von noch weiter weg. Vielleicht kommen wir mit diesem Hügel sogar übers Geländer hinaus. Wer weiß. Oh ja. Oh ja. Wird jetzt spannend. Ich zieh mal mittig. Und jetzt ziehe ich mal ein Stück tiefer. Wollen wir da mal gucken. Wo jetzt der bessere Treffer ist. Okay, der liegt schon mal da unten, also muss ich von da aus höher zielen. Und der. Oh, ich sehe ihn. Da oben steckt er im. Okay, das ist eine Überraschung. Hier oben steckt er im Tisch. Ha. Komisch. Also muss man höher zielen auf die Distanz. Ich meine, das ist schon eine große Distanz. Das ist wirklich doch schon eine sehr große Distanz. Lass mal gucken. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Zielen höher. Das müsste eigentlich, also vom Gefühl her, müsste man eigentlich jetzt. Bin ich eigentlich zu hoch? Jetzt ziehe ich mal auf den oberen Rand. Mal gucken, welcher jetzt besser getroffen hat auf die Distanz. Wow. Im Ernst? Ich hätte gedacht, der wäre mindestens mal in der Mitte. Aber anscheinend bin ich echt entweder nicht stark genug oder ich muss wirklich viel höher ziehen. Ich muss wahrscheinlich das Kreuz über dem Dings haben, um hier in den oberen Bereich zu kommen. Auch interessant. So, also ich hatte, wir haben ja viel gebaut. Dabei war ich ja, bevor ich die Shooting Range Wrench da ausgeguckt habe. Reisen nach Solzheim. Boah. Wie wär's denn? Gucken wir doch gerade mal. Ja. Agnangram.
Ja, ich meine, ich habe ja jetzt die Kutsche. Ich könnte eigentlich hinfahren, wo ich will. Nur möchte ich das Ganze dann so ein bisschen systematisch. Wie wäre es denn, wenn ich... Nee, Moment. Stelle von Weißlauf, genau. Gehe ich mal dahin. Ach so, jetzt hat sie natürlich... Also, diese Zwergenhandschuhe sehen schon witzig aus. Ist ja gar nicht mein Pferd. Was ist denn mein... Okay, meine Kutsche ist da. Mein Pferd nicht. Warum? So. Wieso ist mein Pferd nicht da? Ah, stimmt, der Pferdekerl da hinten ist ja auch tot. Ich sollte mich ja schleunigst auf die Vampirjagd machen. So, mal gucken. Vielleicht kann ich das Ganze ja mal austricksen, indem ich hier hochgehe. Da müsste ja mein Pferd dann unten irgendwo dann stehen. Whatever. Irgendwie so, denke ich zumindest. Mal nach Weißlauf rein. Die Wache wird vielleicht. Was? Ah, komm, steck mal weg. So. Himmelsrand. Okay. Also kein Pferd vom Eingang, aber das kennen wir ja schon. Und nur meine Kutsche da. Wofür habe ich denn mein Pferd? Also, kann ich das dann nur von da aus reiten? Hä? Na, auf geht's. Bei dem Kultisten Kreis hier unten vorbeigucken. Gut, hier liegt ein Schwert. Und was auch immer. Na gut, dann reiten wir. Stimmt, da war ja was. Ich kann ja von hier aus schießen. Oder auch so kämpfen. Bis hierher, nicht weiter. Ich warne euch. Zurück. Na? Oh Gott, war der schlecht. Ah, guck mal, wer da kommt. Gott, die muss ja auch fit sein wie sonst was, um mein Pferd mitzuhalten. Schön Pfeile. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken. Waffen. Was sind denn hier? Zwergen. Pfeile. Schaden 7. Was? Ach Gott, die sind ja gar nicht so. Auch wenn sie krass aussehen. Was hat er sich dabei nur?
Leute, ihr konntet nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Na? Voll in den Hintern getroffen. Ich werde den Bauch aufreißen wie die Handtasche einer alten Frau. Genug, genug! Seid ihr zum Sterben bereit? Dein genug, genug, genug kenne ich. Schon gut genug, dass ich dann... Ah, in mein Pfeil. Gold. Au. Das nenne ich mal einen guten Treffer. So, wollen wir noch mal sehen, was die dabei hatten. Nee. So. Doch mal einer. Nacht über Sentinel. Okay, jetzt könnten wir hier Holz hacken. Magierrobe. Wie kommen so Leute denn bitte an eine Magierrobe? Ah. Schön. Das ist doch mal... Keine Ahnung, wie die an eine Magierrobe kommen. Aber sie scheinen es irgendwie geschafft zu haben. Wundert mich ein wenig, aber gut. Naja, jetzt wissen wir eben immerhin, dass da auf dem Weg ein Banditenlager ist. Durch einfach mal so auftauchen oder ob das einfach tatsächlich feststellen sind, wo Banditenlager eben sind. Wäre natürlich auch cool, kann man immer wieder hingehen und sie umnieten. Warum auch immer da jetzt Äste liegen? Ich meine, da hätten wir keine gelegen. Wie auch immer. Da geht's hoch zur Mine. Tja, das Pferd scheint auch eine gewisse Ausdauer zu haben. Ja. Schade, dass mein altes Pferd tatsächlich gestorben ist. Obwohl ich dann das Spiel eigentlich... naja. Ich habe einfach Pech gehabt. Hätte einen anderen Speicherpunkt nehmen sollen, anstatt nochmal neu. Was ist das? Wer? Alvor. Hä? Warum liegt der Schmied jetzt auf einmal hier? Ui, ist das merkwürdig. Okay. Naja. Ne, da bin ich hergekommen. Den wollen wir ja nicht. So. Mal mit Schmackes den Weg entlang. Diesmal folge ich dem Weg. Ich meine, so wirklich kennen tun wir ihn ja auch noch nicht. Ivas Red. Also ich muss, nehme ich doch mal an, hier hoch, genau, weil das schlängelt sich hier irgendwie lang, obwohl eine gemachte Straße wahrscheinlich doch... schon. Ein armes Pferd. Rechts, links, genau. Nee. So.
Gut. Ich denke mal, wir landen hier ganz woanders. Warum auch immer. Sieht auf jeden Fall sehr bergig aus hier. Naja. Okay. Weißt du, nicht, dass er schon wieder mal fährt? Ölsturz-Hügelgrab. Das ist aber nicht das Ölsturz-Hügelgrab, oder? Das ist doch irgendein Turm. Ja, genau. Den habe ich noch nicht gefunden. Wenn das ist, was angezeigt wird, ist das diese komische Hütte. Doch, hier war ich doch schon. Hättet nie hierkommen sollen. Tätigkeit. Wunderbar. Okay, jetzt wird's. Pfeilen. Kleine Heilung. Nehmen wir mal kräftige Heilung. Stimmt, das hätte ich ja auch noch. Drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gold. Die Rüstung ist schon ganz nice. Aber sie ist eben so viel schwächer als meine. Das vom Ausziehen ist natürlich auch toll. Aber vom Nutzen her, von der Rüstung an sich. Ach, das wäre doch perfekt, da mal diese Rüstung zu sammeln, so komplett, und dann eine Puppe anzuziehen. Die eben so. Die eben entsprechend hübsch sind. Und davon gibt es ja nicht ganz so viele. Ich meine, hübsche Rüstung. Er legt schon Wert auf hübsche Rüstung. Ich meine, wenn die hier ausgedient hat und ich eine bessere gefunden habe, dann kommt die garantiert auch an so ein Teil. Ich meine, allein hier dieser Brustpanzer, wie toll der gearbeitet ist, klar. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, aber na gut. So, wo kommen wir überhaupt hier hin? Wenn wir über den Berg rücken, dann kommen wir auch dahin, aber. Wir gehen lieber zurück. Das ist dann schneller. Jetzt muss die arme Lydia hinterher rennen. Armes Mädel. Tatsächlich. Stell euch das doch mal vor, ihr werdet irgendwie. Erst werdet ihr sowas wie ein vom Vogt oder so. Oder von einem Graf. Seid ihr ein Helfer? Und dann kommt einer daher und dann sagt er, der macht irgendwas für die Stadt. Und dann sagt euer Chef dann, ja, ihr macht jetzt den Helfer irgendwie für den anderen. Kommt mir ja auch erstmal blöd vor. Und dann setzt der andere sich auf ein Pferd und reitet erstmal los.
muss hinterher. Zu Fuß. So, Fischholz.